Heute schauen wir uns die neue Mastery in Last Epoch an, den Warlock. Der Warlock kommt mit ganz neuen Effekten, die richtig geil aussehen, und das hatten wir bisher in dem Spiel so noch gar nicht. Der Reveal von der Mastery war letzte Woche auf dem Kanal von Action ARPG und das Ganze war so ein bisschen zerstückelt und hatte auch einen kleinen Shitstorm gegeben. Deswegen fasse ich euch heute die wichtigsten Infos zusammen, gerade zu den neuen Skills und auch aber zu den Skill-Varianten, wie ihr das Ganze für euch selber optimieren könnt. Wenn ihr euch die einzelnen Skill- und Passive-Trees im Detail ansehen wollt, verlinke ich euch den Bildplaner in der Beschreibung. Dort verlinke ich natürlich auch das Video zum ursprünglichen Reveal, wenn ihr euch das im Originalton angucken wollt. Die Warlock Mastery konzentriert sich im Vergleich zu den anderen beiden Subklassen, also dem Lich und dem Necromancer, eher auf Soul Magic, Dots und Flüche. Die neuen Flüche können alle über die neuen Skills getriggert werden, je nachdem wie ihr das in dem Skilltree skillt. Die neuen Flüche haben meistens irgendeinen Dot, verbunden mit einem besonderen Effekt je nach Fluch. Schauen wir uns jetzt aber mal genauer die Skills an. Fangen wir an mit dem Movement Skill, Profane Wail. Mit Profane Wail könnt ihr euch quasi verschleiern und in der Zeit für 2 Sekunden weicht ihr allen Angriffen aus, seid aber noch anfällig für Damage over Time Effekte, also könnt noch Schaden bekommen. Ich finde, der Movement Skill selber sieht schon mal sehr geil aus und ist auch etwas ganz Besonderes, das haben wir so in der Form bisher noch gar nicht. Die Basis ist hier natürlich Necrotic Damage. Ihr könnt den Skill aber hier oben links entweder zu Feuer umwandeln und natürlich auch mit verschiedenen Skillpunkten verfeinern. Das sieht dann so aus. Oder ihr könnt unten rechts den Skill von Necrotic auf Physical konvertieren. Und das sieht dann nochmal komplett anders aus. Und da gibt es natürlich auch ein paar coole Punkte. Zum Beispiel, dass ihr die Bone Curse castet, wenn ihr in die Veil eintritt oder austritt. Es gibt einen Skillpunkt, mit dem ihr Profane Orb casten könnt, wenn ihr euch im Veil befindet. Eventuell kann man hierfür ein Bild finden. Dann gibt es eine Möglichkeit, den Cooldown zu reduzieren. Der Skill hat nämlich einen Cooldown von 10 Sekunden. Mit diesem Passive Skill habt ihr aber die Möglichkeit, diesen Cooldown jedes Mal zu reduzieren, wenn ihr eine Curse castet. Eventuell kann man da ja irgendwas finden, wie man den spammen kann. Mein persönliches Highlight ist aber, dass ihr das Ganze so skillen könnt, dass ihr Volatile Zombies castet, wenn ihr euch in der Veil befindet. Und der Skill triggert dann natürlich auch den Skilltree von Volatile Zombies. Das heißt, ihr habt dann eine komplett neue Möglichkeit, wie ihr diese Volatile Zombies spawnt. Ich kann mir vorstellen, das kann zu richtig witzigen Builds führen. Wir kommen zum nächsten Skill, Chthonic Fissure. Ist schwierig auszusprechen, aber es ist ein mega interessanter Skill. Mit Chthonic Fissure öffnet ihr quasi einen Riss aus der Erde. Da kommen dann Geister raus und quälen dann eure Opfer. Der Skill sieht richtig nice aus und hat Potenzial für richtig, richtig interessante Builds. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so ein Totem-Build, beziehungsweise wie die Hydra aus Diablo 3 zum Beispiel. In die Richtung geht dieser Skill. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte für diesen Skill, ist die Synergie zwischen dem Infernal Shade, das ist ein Skill, den ihr wahrscheinlich bereits kennt, und Chthonic Fissure. Der Skill hier konsumiert quasi den Shade, der schon drauf ist, und lässt ihn explodieren. Und das Ganze triggert natürlich auch den kompletten Skilltree von Infernal Shade. Die zweite Interaktion, die mega interessant ist, ist mit Chaos Bolts. Chaos Bolts stelle ich euch gleich noch vor, ist auch ein neuer Skill für den Warlock. Und auch der Skill triggert den kompletten Skilltree von Chaos Bolts. Dann haben wir wieder die Volatile Zombies. Das ist auch, finde ich, eine richtig coole Interaktion. Und auch da wieder eine Möglichkeit, Zombies rauszulassen, ohne dass man die direct casten muss. Dann haben wir 2 Conversions. Wir haben einmal die Poison Conversion, das heißt, die Fissure macht jetzt Poison Schaden statt wieder vor Feuer Schaden bzw. Necro. Und die zweite Conversion ist rechts oben, der komplette Fire Damage wird zu Physical Damage übertragen. Und auch da muss man immer überlegen, das öffnet nochmal komplett neue Uniques und einfach einen komplett neuen Spielstil, wenn man wenn man das Element wechselt. Was cool ist, man kann diesen Skill, Chthonic Fissure, der ja eigentlich ein sehr immobiler Skill ist, den kann man zu einem Movement Skill mit diesem Passive Skill transformieren. Das heißt, man slidet entlang der Fissure und kommt am Ende dabei raus. Und ganz zum Schluss zeige ich euch, wie ein One-Button-Build mit diesem Skill aussehen kann, dass quasi alles getriggert wird, was man nur triggern kann. Und da muss man eigentlich selber gar nichts mehr machen, außer immer nur Chthonic Fissure zu casten. Der nächste Skill, den ich euch zeige, ist Soul Feast. Das ist nicht unbedingt ein neuer Skill, sondern den gibt es bereits und der wurde jetzt einfach ein bisschen reworked. Der Skill ist relativ simpel. Immer wenn ihr den aktiviert, während ein Gegner einen Fluch drauf hat, dann entzieht ihr dem Gegner Seelenfragmente und bufft euch bzw. bekommt 3 Ward. Was habt ihr jetzt für Möglichkeiten, um diesen Skill nochmal anzupassen? Die erste Modifikation ist, dass man diesen Skill
auch aktivieren kann, ohne dass der Gegner einen Fluch auf sich hat. Und gleichzeitig kann man diesen Skill auch nur noch wie eine Art Trichter vor sich casten und nicht in einer großen Reichweite. Hier oben rechts im Skillbaum habt ihr die Möglichkeit, die Menge an Ward anzupassen, die ihr durch diesen Skill bekommt. Und das kann schon echt nicht schlecht werden, wenn man das Ganze noch mit ein bisschen Ward Retention bufft, dann kann es eine gute Art von einem Defensive Skill tatsächlich sein. Weiter unten habt ihr wieder eine Interaktion mit Infernal Hunger. Und zwar, wenn man ein bisschen Movement hatte zwischen den einzelnen Casts, dann konsumiert man die ganzen Stacks von Infernal Hunger auf einmal und castet Sophies quasi direkt zweimal, was noch mehr Ward bedeuten kann. Und zu guter Letzt haben wir natürlich nochmal eine Damage Conversion, diesmal von Necrotic Damage zu Physical Damage, mit vielen verschiedenen Modifikationen, die man hier verteilen kann, wie zum Beispiel Bleed Stacks etc. Der nächste Skill ist Chaos Bolts. Der Skill ist relativ selbsterklärend, das sind einfach magische Projektile, mit denen ihr auf den Gegner einschießen könnt. Welche Modifikation könnt ihr jetzt hier in dem Skilltree dafür auswählen? Das erste ist, ein bisschen unspektakulär, aber doch irgendwie cool, ihr könnt mit dem Skill eure Minions buffen. Das heißt, statt den Gegner anzugreifen, greift ihr eure Minions an und alle Proc-Chancen für Ignite, Bleed, Frost etc. wird auf die Minions übertragen. Also wenn ihr ein Minion-Build habt, dann hättet ihr damit jetzt einen aktiven Skill, wo ihr nochmal nebenbei casten könnt, damit ihr nicht einfach nur so Brain AFK mit denen rumrennt. Dann haben wir natürlich noch ein paar Möglichkeiten, die Elemente zu verändern. Das erste ist, dass man den Fire Damage zu Eis konvertiert. Das sieht schon mal ganz cool aus. Und die andere Variante ist, dass man das Ganze zu Physical konvertiert. Dann haben wir auch noch eine Möglichkeit, mit den Chaos Bolts verschiedene andere Skills zu triggern. Zum Beispiel Harvest, was richtig cool sein kann, weil das triggert auch den kompletten Skilltree von Harvest. Bone Curse und Rip Blood. Das heißt, ihr könnt drei verschiedene Skills mit Chaos Bolts triggern. Das kann zu richtig interessanten Interaktionen führen. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, entweder die Anzahl der Projektile zu vergrößern. Das heißt, ihr habt jetzt plus 4 Projektile und natürlich auch kostet dann natürlich auch viel mehr Mana. Oder ihr sagt, ich will nur noch ein Projektil haben, das dann aber richtig fetten Damage macht. Das kommt immer ein bisschen auf die Spielweise drauf an, wie viel Mana-Rack habt ihr, wie viel Mana wollt ihr in diesen Skill investieren. So, kommen wir zum letzten Skill. Der letzte Skill ist Ghost Flame. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Flammenwerfer einfach, den man channeln muss. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Ganze an uns anzupassen. Der Skill macht eigentlich Fire und Necrotic Damage. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu Physical zu konvertieren. Das sieht dann schon mal natürlich ganz anders aus. Und das wird noch besser. Neben der Conversion zu Physical können wir auch noch Marrow Shards casten. Das ist ja ein anderer Skill vom Akolyten. Und nehmen da auch den kompletten Skilltree mit von Marrow Shards. Das heißt, wir haben wieder eine Möglichkeit, mit einem Skill einen anderen Skill zu casten. Ich finde, das ist mit einfach das Geiste an dem kompletten Skillsystem von Last Epoch. Dann haben wir die Möglichkeit, das Channeln ein bisschen zu entkuppeln. Das heißt, jedes Mal, nachdem wir 1,1 Sekunden gechannelt haben, bleibt dieser Channel für 2,5 Sekunden bestehen, aber wir können schon längst weiterlaufen. Das ist auch eine richtig coole Möglichkeit, da vielleicht wie so ein Shotgun-Effekt zu verursachen, gerade bei Single Targets richtig fett Damage zu machen. Wir haben außerdem auch hier wieder die Option, unsere Minions zu buffen. Also der Warlock ist eigentlich keine Minion Mastery, aber es ist überall doch noch ein bisschen versteckt und das ist auch wieder ein Ding von EHG, dass sie einem immer erlauben, selber kreativ zu werden und zu schauen, wie möchte ich mein Bild spielen. Das Channeln ist ja doch ein relativ stationärer Skill. Um das Ganze zu beschleunigen, können wir jetzt, während wir channeln, uns auf das Ziel hinzubewegen. Und wenn wir dann auch noch weiter skillen, werden wir dadurch immer schneller. Ich finde, das sieht echt abgefahren aus, wie man damit so einem Flammenwerfer durch die Gegend rennt. Und zu guter Letzt können wir komplett verändern, dass wir nicht mehr in einen Trichter vor uns das Ganze casten, sondern dass das Ganze in AOE um uns herum gecastet wird. Das waren die 5 neuen Skills vom Warlock. Zu diesen ganzen Variationen, die ich euch jetzt über die Skilltrees gezeigt habe, muss man, wie gesagt, nochmal die ganzen Uniques mit dazu denken. Vor allem werden zu Release vermutlich auch neue Uniques kommen, die extra für diese Masteries gemacht wurden. Das heißt, wir werden dann noch mehr Variationen reinbekommen. Ich bin eigentlich echt nicht so der Akolyt-Spieler, aber gerade das Chthonic Fissure und das Profane Veil, also der Movement-Skill, die sehen schon echt mega geil aus. Ich glaube, damit kann man echt viel machen. So einen coolen One-Button-Build machen, wo dann einfach alles getriggert wird und alles eskaliert. Deshalb überlege ich mir echt, ob ich nicht den zu 1.0 starten werde. Eine Sache noch, ich hätte euch echt gerne Skills und die ganzen Infos in so Kapitel an YouTube unterteilt, damit ihr euch einfach durchscrollen könnt. Das geht tatsächlich erst ab einer bestimmten Abonnentenzahl. Ich glaube, das sind so 250 oder 500. Deshalb, wenn euch das helfen würde, lasst gerne ein Abo da, dann kann ich das in Zukunft noch weiter optimieren. Außerdem würde mich auch interessieren, ob so eine Art von Skilltree-Video, wo man das alles so schnell zusammenfasst, um ein bisschen die Variation der Skills zu sehen, euch helfen würde. Dann lasst mich das einfach gerne in den Kommentaren wissen und vor allem, welche Klasse, dann würde ich die Klasse einfach als nächstes bearbeiten. Das war es von mir, bis zum nächsten Mal.